Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag hier im Hörsaal 3. Als Einleitung inhaltlich, ich glaube, wir kennen es alle, in der Stadt oder in einer Kommune, öffentlicher Verkehrsmittel funktioniert sehr gut. Überregional wird schwierig und das datengetrieben irgendwie zu visualisieren, darzustellen, stellt uns heute Theodor Rieche vor. Und ihr kennt es vom Prozedere, Fragen gerne im Chat. Wenn ihr die Fragen, den QR-Code jetzt nicht abscannt, findet ihr ihn auch an den Seiten. Und genau, lasst uns starten. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Genau, wir hatten gerade im vorhin Vortrag ja auch schon über Erreichbarkeiten, über Versorgung etc. Dinge gehört und ich möchte jetzt mal genauer Richtung Mobilität und öffentlichen Nahverkehr einsteigen. Hier könnt ihr quasi mal ein Beispiel sehen für vielleicht einen Umsteigepunkt, das ist hier gerade in Königsbrück in Sachsen, der vielleicht ganz optimal gestaltet ist. Also wir haben hier einen Zug, wir haben einen Bus, kann man vielleicht dann auch umsteigen und wieder weiterkommen, wo man hin möchte. So als kleiner Einstieg. Ich möchte kurz ins Thema einführen, dann konzeptionelle Ideen vorstellen, wie ich da gerne weiter vorgehen möchte. Dann erste explorative Analysen zeigen, die aber noch sehr am Anfang sind. Da ist noch viel zu tun und dann einen Ausblick geben. Ich bin Theodor Rieche, ich bin Geoinformatiker und Kartograf und Wissenschaftler in Dresden im Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Beschäftige mich gerne mit Data Science, AI, mit Datenverknüpfungen, Unsicherheiten, Betrachtung, Datenqualitäten etc. und auch Open Data, Open Source und weiterem. Und bei uns im Forschungsinstitut gibt es einen Forschungsbereich raumbezogene Informationen und Modellierung, wo es auch viel um Geodaten geht, dort gehöre ich mit dazu. Und verwandte Projekte zu dem, was ich hier vorstelle, sind zum Beispiel der Datenverknüpfungsdienst SORA. Gibt es auch morgen noch einen kleinen Lightning Talk, wo es um Umfragedaten und Geodaten geht, die man verknüpfen möchte. Und auch das Geo Open Accessibility Tool, auch so ein Erreichbarkeitsplanungstool, auch ein Forschungsprojekt. Das ist Teil meiner Promotion, die gerade jetzt am Anfang ist, begonnen hat. Und da würde ich jetzt gerne ein paar Ideen vorstellen. Angenommen, wir sind in Thüringen, zum Beispiel in Ilmenau in der Stadt, vielleicht kennt es jemand, vielleicht auch nicht, im Thüringer Wald gelegen und wir möchten jetzt dort in einen anderen Ort reisen, zum Beispiel nach Masserberg, hier zu sehen von A nach B in der Karte oben rechts und das kann man mit dem Auto ganz gut machen, eine halbe Stunde so, 25 Kilometer quasi annähernd der Luftlinie folgend, auch die Straße dann. Und wenn man jetzt aber einen Bus nehmen möchte, also Nahverkehr, da hat man schnell das Problem, dass man fast immer 2,5 Stunden braucht über Suhl, also im Westen dort den Umweg entsprechend nehmen muss. Also dann wäre es vielleicht hier recht eindeutig, wie man sich entscheiden würde in vielen Fällen. Wenn man das Beispiel jetzt nochmal abändert, von Ilmenau, also von A nach Großbreitenbach, das ist jetzt hier in der Mitte, im selben Landkreis wie auch Ilmenau gelegen, im Ilmkreis, dann stellt sich das schon ein bisschen anders dar. Also da haben wir quasi Auto und Bus die gleiche Strecke und auch fast dieselbe Reisezeit. Der Bus braucht halt ein bisschen länger, der hält nochmal zwischendurch. Und es ist jetzt im selben Landkreis und es gibt auch viel mehr Fahrten. Also wir haben zum Teil stündlich, aber zumindest wirklich viele Fahrten, die wir hier machen können. Und generell so in dieser Südthüringer Region, Thüringer Wald, können wir sagen, dass dort das Busnetz oft so sternförmig auf die Kreisstadt ausgerichtet ist und es wenig Verbindungen gibt, die jetzt die Landkreisgrenzen überschreiten. Und auch kein Verkehrsverbund, den gibt es dann erst in Mittelthüringen wieder, ein bisschen nördlicher. Und deswegen stellt sich so die Frage, ob quasi solche Planungsgrenzen jetzt im ÖPNV, im öffentlichen Personennahverkehr, auch vielleicht für räumliche Lücken denn im Angebot sorgen, die dann sich wieder weiter auswirken auf die Verkehrsmittelwahl zum Beispiel. In Deutschland ist die Planungslandschaft da sehr heterogen. Es gibt also in jedem Bundesland wieder andere Konstrukte. Es gibt Verkehrsverbünde, wo quasi Fahrplan oder auch Tarifgestaltung stattfindet. Es gibt die Landkreise, wo oft Busse geplant werden. Auf Bundeslandsebene selber wird einiges getan oder auch auf der Staatsebene. Und die Karte hier rechts ist von Wikipedia und zeigt das sehr schön, die Tarif- und Verkehrsverbünde, wie sie denn so in Deutschland sich verteilen. Und so können wir auch festhalten, dass quasi dadurch viele Grenzregionen, so haben sie es genannt, entstehen. Also jeweils Gebiete in Deutschland, wo Leute wieder an solchen Planungsgrenzen wohnen und daher vielleicht eine Randlage irgendwie wahrnehmen. Vielleicht ist es bekannt, der Deutschlandtakt noch als weiterer Input ist zum Teil auch so ein politischer Begriff, vielleicht auch in vielen Gesprächen schon mal auch vorgekommen. Da geht es um so einen integralen Taktfahrplan, so einen abgestimmten Taktfahrplan, dass quasi viele Verbindungen angeboten werden, so ein Fahrplan aus einer Hand geplant wird. Dann auch Möglichkeit, immer viele Umsteigemöglichkeiten
realisierbar sind, also dass Züge und Busse dann gleichzeitig in Bahnhöfe einfahren, dass die Infrastruktur auch entsprechend ausgebaut wird, also nicht so schnell wie möglich von A nach B, sondern so schnell wie nötig, dass man dann dort wieder gute Anschlüsse hat und dann vielleicht nicht 300 km/h fahren muss, sondern nur 250 oder so. Und in der Schweiz wird das schon seit Jahrzehnten recht erfolgreich angewandt oder auch Baden-Württemberg zum Beispiel im Drei-Löwen-Takt. Aber es gibt verschiedene Nachrichten. Genau, das dauert vielleicht in Deutschland noch ein bisschen, 2070 zum Beispiel. Also genau, deswegen ist das quasi vielleicht doch leider noch nicht etwas, was wir sofort haben werden mit so einem Fahrplan aus einer Hand für ganz Deutschland, sondern was noch ein bisschen dauern wird. Jetzt kurz zu einigen Ideen für die Promotion. Also erstmal noch relevante Datensätze, die da so eine Rolle spielen könnten. Es gibt diese GTFS, General Transit Feed, Fahrplandaten da links, wo quasi so der Fahrplan beschrieben wird mit den Stops, mit den Abfahrten etc., die hier offen angeboten werden. Es gibt bei OpenStreetMap natürlich die verschiedenen Public Transport Routen, die dort sehr erfolgreich eingetragen werden von verschiedenen Mappern. Beispielsweise gibt es die Verwaltungsgebiete vom Bundesamt für Kartografie für Geodäsie, die nicht offen sind, aber auch dort beziehbar sind, so wie Landkreisgrenzen zum Beispiel, ein zentrales Haltestellenverzeichnis, nochmal komme ich später mal drauf zurück mit den Stops. Point of Interest könnten relevant sein für Ziele, die man erreichen möchte, so ähnlich auch wie im Vortrag davor mit dem Com-Monitor. Oder auch die eben erwähnte Karte mit den Verkehrsverbünden, weil die immerhin als Vektorgrafik bereitgestellt wird, weil es zum Teil gar nicht so einfach ist, diese Verkehrsverbünde, die Grenzen wieder zu bekommen. Die kann man natürlich wieder mit Landkreis- oder Gemeindegrenzen ableiten, aber es muss getan werden, dass man diese Arbeit sich dann macht und das guckt, wie weit denn der Verkehrsverbund tatsächlich eine Ausdehnung dort hat. Ich könnte mir folgendes Vorgehen später vorstellen, dass ich quasi verschiedene Karten, zum Beispiel in Form von Rasterkarten, ableite. Zum einen möchte ich erstmal da gucken, was sind so Grenzregionen, zeige ich gleich noch Ideen dazu, dass man dann später für Analysen da einfach eine Karte hat, die diese Grenzregionen quantifizieren, als Rasterkarte beispielsweise, um damit dann spätere Analysen besser durchführen zu können. So ein Layer vielleicht so Richtung Konnektivität hatte ich es genannt, so Netzwerkqualität, um zu gucken, wie denn so diese Barrieren, diese Planungsgrenzen überwunden werden oder auch nicht. Und vielleicht noch so ein Layer Richtung Reisezeiten, erreichbare Ziele. Möglich wäre so ein Quotienten, vielleicht auch wie viele POIs, zum Beispiel touristische Ziele oder Schulen etc. kann ich denn von dieser Rasterzelle aus in einer Stunde mit einem Auto erreichen oder einer Stunde mit einem ÖPNV und dann so ein Verhältnis zu bilden, was vielleicht interessant sein könnte dann als Entscheidungskriterium oder zum Verstehen, warum Personen dort oder dort lieber sich für Auto entscheiden oder für den ÖPNV beispielsweise. Ich will das dann später in der Dissertation noch weiter erproben, evaluieren und zukünftig ist auch gedacht, das dann deutschlandweit rechnen zu können. Ein bisschen noch in die Graphentheorie, ein Einstieg. Ich habe hier mal mitgebracht quasi die Stops, also die Halte als schwarze Punkte, als Nodes jeweils, Zughalt, Bushalt etc. Blaue Linien sind dann die Linien dort, die ÖPNV-Linien und die magenta gestrichelten Linien dann jetzt für fiktive Planungsgrenzen, die quasi die Gebiete A, B, C, D, was zum Beispiel Landkreise sein können, hier fiktiv trennen. Und dann gibt es eine Reihe von Ideen, gibt noch auch weitere, die man jetzt hier ableiten könnte. Man könnte an die Stops, ich weiß, Isochronen anspielen und vielleicht deren Flächeninhalt. Man könnte für jeden Stop festlegen, wie weit ist er denn von der nächsten Grenze entfernt, euklidische Distanz beispielsweise, Anzahl Kanten an einem Stop, in welchem Landkreis liegt er denn nun, solche Dinge. Man könnte an die ÖV-Linie, also an die Kanten jetzt selber, Reisezeiten, Distanzen anspielen, Verkehrsmittel, Anzahl Fahrten am Tag oder auch, ob sie eine Grenze überschreitet oder nicht. Oder auch an die Planungsgrenzen, also die gestrichelten Magenta-Linien, auch nochmal, wie oft werden die denn überwunden durch kreuzende Linien oder wie viele Fahrten finden denn darüber statt, also nicht nur Linien, sondern auch Anzahl an Fahrten am Tag. Oder auch für eine Betrachtung später vielleicht noch interessant, ist es denn eigentlich auch ein großer Fluss oder ein Gebirge topografisch, weil dann hätte es ja ganz andere Gründe, warum dort eben einfach topografisch gesehen das nicht so oft überwunden werden kann. Und das Beispiel zeigt es hier, wenn man jetzt quasi von 1 zu 12 reisen will in diesem fiktiven Netz, dann würde das bedeuten, so ähnlich wie in dem Eingangsbeispiel, dass ich jetzt hier einen Umweg nehmen muss, wenn ich gerade hier zufälligerweise wohne, da habe ich vielleicht Glück gehabt. Also ja, als Erklärung dazu. Zu dem Layer mit den Grenzregionen, wie ich schon erwähnte, gibt es hier einfach nur verschiedene Ideen, wie ich diese Karte gestalten könnte. Zum Beispiel mit so euklidischen Distanz abgestuft, so ein Gewicht zwischen 0 und 1, wo ich dann den Rasterzellen das zuweise, vielleicht auch lückenlos mit so einer inversen Distanzwichtung.
oder auch mit so einem harten Break und Lecks oder vielleicht auch die Gemeinden, die jeweils an Landkreisgrenzen zum Beispiel oder Verkehrsverbundgrenzen stoßen, die als Definitionsmaß nehmen. Also das ist noch offen, muss ich dann auch schauen, in welche Richtung es da so weitergeht. Gerne Ideen auch noch weiter dazu geben. Hier ist nochmal so Richtung Konnektivität, sind ein paar Beispiele gezeigt. Das ist quasi jetzt hier ein sehr schlechtes Beispiel. Da oben, das zweite von links, dass in jedem Landkreis beispielsweise die Netze nicht verbunden sind. Daneben ein fast optimaler Fall, also vielleicht auch ein realistischer, so eine Triangulation. Jetzt nicht Punkt-zu-Verbindung von jedem zu jedem, aber trotzdem sehr viele Verbindungen. Oder was in der Realität, denke ich, auch eine Rolle spielt, wie zum Beispiel ein Beispiel da am Ilmenau und Wasserberg, dass es eben ganz wenige Fahrten gibt. Da gibt es, glaube ich, ein, zwei Fahrten, die ich doch gefunden hatte, die weitergehen, aber eben die dicken Linien stehen für viele Fahrten am Tag, die finden dann nur im selben Landkreis statt. Hier nochmal topografische Grenzen und hier nochmal das Beispiel mit den Reisezeiten, der Vergleich, den ich vorhin schon erwähnt hatte, diesen dritten Layer, dann dort so zu gucken, Anzahl POIs, ÖPNV versus MIV, also motorisierter Individualverkehr, erreichbar. So könnte ich mir das vorstellen. Jetzt komme ich noch zu ein paar explorativen Analysen, die noch sehr am Anfang sind. Da gibt es noch viel Ausbau. Erstmal das GDFS-Format. Quasi, dass hier nochmal gezeigt ist, das ist ein Fahrplanformat, was ja auf verschiedenen Tabellen basiert, die dann auch wieder in die Datenbank importiert werden können. Und wir haben ja dann die Stops, also die verschiedenen Halte mit Koordinaten beispielsweise. Wir haben die Trips, das sind die einzelnen Fahrten, die dann wieder in einer Route, also einer Linie, gebündelt werden können. Und zwischen den Fahrten und den Stops gibt es dann noch die Verbindungstabelle, die dann beschreibt, wo dann dort quasi die Ankunfts- und Abfahrtszeit ist, also der Fahrplan an sich. Es gibt Betreiber, also Agencies von den Routen, verschiedene Verkehrsunternehmen, ein Kalender, an dem diese Fahrt konkret stattfindet, an welchem Wochentag, das geht auch noch dann differenzierter, dass man sagen kann, wirklich an welchen Feiertagen oder auch anderen ausgewählten Tagen kann man manuell dann noch dort als Join-Tabelle dort in das Datenformat reinbringen. Und die Shapes, da komme ich vielleicht auch nochmal dazu, weil es auch noch immer so ein spannendes Feld ist, glaube ich, mit den GFS-Daten. Die beschreiben jetzt die Linienführung von der Fahrt an sich. Und normalerweise haben wir nur die Punkte von den Stops. Also das sind quasi Koordinaten. Also haben wir hier quasi Linie-zu-Linie-Verbindung, Luftlinie. Es gibt Ansätze aus OSM das zum Beispiel zu nehmen und auch mit diesem Pfädle ist da so ein GitHub-Repository, das auch dann reverse anzuspielen, eine mögliche Route durch ein routingfähiges Netz oder eben der Fahrplananbieter bringt das gleich schon mit und sagt, das ist hier die genaue Linie, wo diese Bus- oder Zuglinie tatsächlich lang fährt mit den genauen Straßen- oder Schienenverbindungen. Ich habe die GFS-Daten in Deutschland gesammelt runterladen von dem Delphi e.V., von diesem nationalen Fahrplanpunkt. In der offenen Version gibt es verschiedene Versionen. Es ist schon sehr toll, dass es das inzwischen seit einigen Jahren so offen gibt. Also das ist, war, glaube ich, vor einigen Jahren noch nicht so. Da war das noch sehr auf einzelne Verkehrsverbünde reduziert. Und die vorhin schon erwähnten Verwaltungsgebiete vom BKG, die allerdings nicht offen sind, nur für quasi mit Forschungsgeldern zum Beispiel vom Bund geförderten Projekte oder auch für Bundesbehörden einfacher zu beziehen, leider. Alternativ wären hier auch Admin-Level von OpenStreetMap für Landkreise und so weiter nutzbar. Ich nutze Docker, PostGIS, Debiwa, so als Administrationstool wie PG-Admin ähnlich, für die Datenbank QGIS, GitHub. Und habe jetzt, das kann ich ganz gut empfehlen, dieses GitHub-Repository hier verwendet, GTFS via Postgres, was einem quasi so den Import erleichtert der Daten in die Datenbank wieder. Und das baut auch zusätzliche Tabellen und Views, die da ganz nützlich noch sein können, so Arrival-Departures nochmal anders für jeden Stop kopiert oder auch so die Connections nochmal in A zu B Zuweisung als Datentabelle und es werden auch verschiedene Indizes gebildet, also deswegen ist es vielleicht auch eine ganz praktische Sache mit diesem Repository, das zu nutzen. Ich musste im Vergleich zu dem testweise mitgelieferten Berlin-Brandenburg-Fahrplandatensatz einiges jetzt für den deutschlandweiten Datensatz noch adaptieren, zum Beispiel TXT in CSV konvertieren, mit Datentyp ein bisschen aufpassen, mit String etc.
einige Daten in diesen deutschlandweiten, also einige Dateien in deutschlandweiten GTFS-Daten werden dort nicht akzeptiert. Also die Namensnennung oder auch die Feed-Info, die eher nur Metadaten sind, die muss man löschen, sonst gibt es dann Fehler beim Import. Und diese Shapes, also diese genaue Linienführung, die fehlt jetzt in dem Fall für diesen deutschlandweiten Datensatz. Und das habe ich dann später noch quasi mit diesen Luftlinienverbindungen zwischen den einzelnen Halten noch reingebaut, komme ich gleich dazu. Die Daten sehen dann so erstmal sehr wirr aus, also quasi ganz viele Stops in Deutschland, die dann auch hier in der Stop-Tabelle 50 Megabyte, ich glaube 56.000 Stops ergeben. Das sind verschiedene Datenbanktabellen, die sich da jetzt ergeben haben mit ihren Größen. Und wir sehen aber auch, dass eben auch im europäischen Ausland gibt es hier Halte, die mit dabei sind. Und es gibt aber auch Lücken hier in Rheinland-Pfalz und im Norden Deutschlands, also wo vermutlich auch hier die Vollständigkeit noch zu wünschen übrig lässt in diesem Datensatz. Ich habe dann noch mit einer recht einfachen Query diese Linien ergänzt, diese Shapes, um jetzt quasi für jedes Fahrtenpaar eben dort die Linie noch zu generieren. Und hier nochmal gezeigt die Anzahl Stops nach Landkreis, einmal flächengewichtet auf der linken Seite, einmal die Gesamtanzahl. Das ist jetzt eher nur so eine Bestätigung, um den Datensatz nochmal anschauen zu können, also dass in Städten oft die Stopanzahl viel höher ist als im Land. Aber auch hier zeigen sich so die Lücken in dem Datensatz. Und jetzt konzentriere ich mich mal kurz auf Thüringen und quasi es gibt die Herausforderung, wenn man jetzt sich die Nahverkehrslinien hier anschaut, dass es Ausreißer gibt durch falsche Stop-Koordinaten. Also wenn jemand damit auch mit Daten arbeiten will, das beachten, und da wäre eine Lösung dann zum Beispiel zentrale Haltestellenverzeichnis, einen anderen Datensatz zu nehmen, was ich jetzt auch als nächsten Schritt mitmachen werde, sodass hier diese fehlerhaften Ausreißer, die natürlich jetzt hier hinderlich sind für weitere Schritte, dass man die korrigiert, weil das sind fiktive Orte, wo es keinen Stop hier gibt, keine Haltestelle. Das zeigt jetzt noch mal die Stops nach Landkreisen, so das Bild, vorhin waren wir hier so in dem Bereich, und damit komme ich jetzt noch zum Ausblick, also quasi ich werde das Framework noch weiter verfeinern und dort noch konkretisieren. Das ist so eine erste Publikation von der Publikation geplant, danach will ich weitergehen und dann gucken, wer ist denn von diesen Grenzregionen betroffen, also um dort dann zu sagen, sind quasi eher ältere, jüngere Menschen mit welchem Einkommen etc. betroffen von dieser Grenzlage. Und im dritten Schritt möchte ich nach diesem SORA-Datenprüfungsdienst zwischen Befragungsdaten, Geodaten, wo ich auch mit dem Projekt mit involviert bin, erweitern um verschiedene ÖPNV-Funktionalitäten, wo man dann quasi auch dann, das ist ein Tool, weiter verknüpfen kann. Auch so Richtung Change Detection ist es ein Gebiet, wo sich der Nahverkehr gerade, also im Wachstum inbegriffen ist oder geschrumpft ist, also Change Detection zwischen verschiedenen Fahrplandaten, dass das quasi in diesem Tool SORA dort noch mit genutzt werden kann. Ich würde dann vielleicht auch noch Nachfragedaten mit einbeziehen, gibt es so Pendlerströme, um auch zu gucken, wo ist das die Relevanz vielleicht am größten, dass solche Lücken geschlossen werden können. Zentrale Haltestellenverzeichnis, wie gesagt, PG-Routing würde ich noch erwähnen, das sind nächste Schritte, um überhaupt erstmal richtig einzusteigen dann. Genau, also quasi jetzt ist eigentlich erstmal, das ist so viel konzeptionell jetzt gewesen, jetzt kann es quasi erstmal beginnen und weiter ausprobieren, konkreter machen, um überhaupt erstmal zu sehen können, wie denn Barrieren dann wirken, das war jetzt ja noch nicht dabei. Und ja, damit danke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen, Anmerkungen oder auch weiteren Ideen gerne auf mich zukommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Da kommen wir auch schon direkt zu den ersten Fragen. Du hattest das GTFS-Format vorgestellt, gesagt, dass du auch mit OSM-Daten arbeitest. Die Frage ist, wie gut funktioniert das Verknüpfen von GTFS und OSM? Das muss noch gemacht werden tatsächlich. Also das ist, genau, dann da kann ich später noch berichten dazu. Sonst die Frage mit den meisten Votings. Wie wird die Häufigkeit der angebotenen Fahrten und der Brauchbarkeit der Umsteigmöglichkeiten berücksichtigt? Zum Beispiel in Gebieten mit Pseudo-ÖPNV-Bus dreimal pro Tag. Mhm.
Vielleicht geht die Richtung On-Demand, wenn das so gemeint ist, das wäre jetzt nicht berücksichtigt mit dem Bus 300 oder wie? Ja, ich glaube so ein bisschen die Frequenz. Also du hattest ja Standorte, Bushaltestellen gezeigt, wenn dabei jetzt der Bus nur dreimal am Tag fährt, ist das ja auch irgendwo eine Lücke. Genau, also das ist quasi, weil es jetzt viel konzeptionell war, in diesem Ansatz erstmal hier dieses Beispiel oben rechts. Also es gibt die Daten über diese Trips, das sind die Fahrten mit dem Fahrplan. Also es kann ja auch sein, es gibt ja in der Realität, dass dann manche Busse abweichend fahren zu bestimmten Tageszeiten. Also die Informationen gibt es, die werde ich aggregieren, quasi zählen, die Trips, die dort am Tag lang führen. Und damit kann man auf die Anzahl dann schließen. Und dort sind die Daten eigentlich recht vollständig verfügbar. Also auch die Kalendertage, wie ich schon meinte, wann die dann verkehren, das kann ja auch wieder individuell sein. Ich glaube, die nächste Frage knüpft da auch so ein bisschen dran an, was du gerade zeigst. Inwieweit berücksichtigst du mögliche Umsteigepunkte, Bus hin zu U-Bahn etc.? Mhm. Genau, also mit PG-Routing, wo ich weitergehen möchte, da wäre das dann mit integriert, dass quasi in der Isochrone, wo ich vorhin meinte, mit dem Reisezeitvergleich jetzt zwischen ÖPNV und MIV, dass dort dann in dem ÖPNV-Routing auch die Umsteigebeziehungen mit dabei sind. Also da sagt man dort, man gibt quasi einen Tageszeitpunkt an, einen Wochentag, so wie man das auch bei geläufigen Suchmaschinen kennt, bei Fahrplananbietern etc. Und kriegt dann für diesen Zeitpunkt eine Isochrone, also eine Linie, das sind dann so mehrere Punkte für jede Haltestelle, wie weit man zum Beispiel in einer Stunde kommt. Und das ist aber dann zeitgebunden. Also das beinhaltet die Umsteigebeziehung zu dem Zeitpunkt, müssen aber dann Referenzen nehmen, zum Beispiel in Hauptverkehrszeit, zu einem Wochentag oder so. Okay. Das ist dann, also so differenziert man, ist es oft auch eine Unterscheidung, Wochenende, Wochentag, Hauptverkehrszeit, Nebenverkehrszeit, wo man dann differenziert, weil man natürlich jetzt nicht alle Zeiten durchprobieren wird, sondern sich da festlegt. Daran angedockt bedeutet, den Datensatz, den du bezogen hast, da sind dann auch Abfahrtszeiten öffentlich zur Verfügung gestellt und nicht nur Streckenverläufe? Ja, korrekt. Genau, also es kann ja auch Lust machen, vielleicht für andere auch, sich die Daten anzuschauen, weil da ist es echt toll, dass es diese Daten inzwischen in Deutschland gibt. Und das sind quasi hier die Stop-Times, das ist eine sehr große Datenbanktabelle. Da gibt es dann die Arrival-Departure-Time, sodass es dann verknüpft wird. Und eben diesen Importer, den ich genutzt habe, der wandelt das nochmal um in diese Arrivals-Departures-Tabelle, also wie so eine Art Ankunfts-Abfahrtstabelle für jeden Bahnhof, nochmal eine andere Datenstruktur. Oder auch nochmal Connection, dass ich sage, hier habe ich jetzt immer quasi Stop-Times nur in einer Tabelle und das wird umgeformt von bis, dann habe ich quasi from Stop 1 to Stop 2 und jeweils Abfahrt 1, das in einer Tabelle, sodass man auch die Verbindung nochmal als Graph hat, als Kante quasi in einem Graphenmodell. Ja. Dann würde ich da gerne die nächste Frage anknüpfen. Wie wird die Datenqualität vom GTFS gewährleistet? Also da gibt es ja verschiedene Kooperationen zwischen jetzt diesem nationalen Fahrplanpunkt Delphi und den Verkehrsbetreibern. Ich bin gerade nicht ganz noch nicht verwirrt, wie dort die Wege sind, ob es da inzwischen auch eine Auskunftspflicht gibt, das weiß ich gerade nicht, das müsste ich nochmal recherchieren, oder ob das zum Teil auf freiwilliger Basis basiert. Ich nehme stark an, dass das schon sehr formalisiert inzwischen ist, sodass quasi so ein deutschlandweiter Datensatz entsteht an der Stelle. Der wird auch mal aktualisiert. Dennoch ist es eben bekannt, dass da quasi datenqualitätsmäßig, also gerade bezüglich der Vollständigkeit, große Unterschiede beinhaltet. Es gibt hier auch in diesem Datenmodell viele Felder, die dann leer sind, also wo dieser andere Datensatz von Berlin-Brandenburg, den ich zuerst in diesem Repository genutzt hatte, testweise dort noch Informationen bietet und hier aber dann einfach keine Pflichtfelder sind. Also da muss man dann schauen, wie weit man mit dem deutschlandweiten Datensatz kommt oder ob man doch regionaler. Ich sag mal als abschließende Frage zu dem GTFS, sind denn die Haltestellen-IDs im ZHV und im GTFS gleich? Ja, da muss ich auch, das sind auch die nächsten Schritte. Also ich habe mir quasi das ZHV gezogen als CSV-Datei.
Es gab auch schon mal, ich glaube, auf den letzten Jahren, es gab auch mal so einen Vortrag über Fusion von Haltestellen, auch mit Wikidata, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Also darf ich auch nochmal schauen. Das sind für mich auch, weil ich eben quasi jetzt erst so Richtung Pimpierung gehe, das hat mit der Konstruktion noch ein bisschen länger gedauert, sind das quasi dort auch Fragen, die mich genauso interessieren, natürlich sehr wichtig sind, dass dort ja, die Haltestellen möglichst vollständig verknüpft werden dann und ersetzt werden. Genau. Gibt es noch Fragen im Raum? Dann platziere ich noch eine Frage. Wir brauchen das Mikro aber, weil sonst hören die Leute das online nicht. Ein kleiner Hinweis, dass es auch nicht nur Lücken gibt in den Daten, sondern auch Dupletten, so haufenweise. Mhm. Wenn vor allem bei Verkehrsmitteln, die Bahn als Verkehrsverbund dann beauftragt werden, dann sind die einfach doppelt und das ist gerne noch mal unterhalten, was da vielleicht für Strategien gibt, also ob man da auch ja, Duplikate erkennen kann, aber danke für den Hinweis. Ja. Noch andere Beiträge aus der Runde? Dann würde ich noch ein, zwei Fragen aus dem Chat nehmen. Ist das offene VG 250, 1 zu 250.000 des BKGs nicht ausreichend? Fragezeichen. Guter Punkt. Das ist quasi in dem Forschungsinstitut, wo ich tätig bin, da haben wir quasi die Daten schon glücklicherweise vorliegen. Das habe ich immer gleich den Blick so auf das, was wir da intern schon beziehen können vom BKG. Danke für den Hinweis. Das sollte so sein. Also mit dem anderen Bezugsmaßstab, der offen verfügbar ist, 250.000, ja, würde ich gerade denken, dass das auch ganz gut klappen sollte. Das stimmt. Danke für den Hinweis. Ich weiß nicht ganz, ob es eine Frage oder eine Aussage ist. Hier steht, besondere Fragmentierung ist das, besonders fragmentiert ist das Angebot an nationalen Grenzen. Berücksichtigst du das auch als Faktor? Genau, also der Ansatz soll das auch mit verarbeiten können. Das ist eben auch dann, also das eine ist so das Konzeptionelle, wo es noch weitergeht, wie will ich das ableiten. Das andere sind da die Datenfrage, die Datenverfügbarkeit. Und ich werde mir Modellregionen raussuchen, wo ich diese Turing-Regionen auch mit dabei haben werde. Aber ich habe auch gedacht, dass ich dann mindestens eine Region über Staatsgrenzen hinweg auch nehme, um genau diesen Fall mit zu betrachten. Möglicherweise Richtung Österreich oder Schweiz, wo quasi auch eben gute Fahrplandaten vorliegen, weil das eben eine Bedingung ist, dass, ja, dass der Unterschied aufgrund der Datenqualitäten möglichst nicht zu groß ist. Aber es ist natürlich nicht weniger spannend, sondern also auch sehr spannend über Staatsgrenzen hinweg. Dann eine abschließende Frage. Du hattest im Vortrag, glaube ich, aber schon vorgestellt, dass du, sage ich mal, am Anfang der Arbeit stehst. Genau. Die Frage ist so ein bisschen ergebnisorientiert. Was neben dem Aufzeigen fehlende Kanten, Empfehlungen, Erreichbarkeit pro Kachel, was ist da so die Zielsetzung? Nochmal den zweiten Teil, die Auflistung bitte. Also es gab sonst zwei Ideen, nenne ich es mal. Ja. Fehlende Kanten, Fragezeichen oder Erreichbarkeit pro Kachel. Genau, also das ist halt auch ein Prozess jetzt in der Promotion, wo ich das auch noch nicht ganz genau weiß. Also das sind quasi zwei Stoßrichtungen, die mich gerade interessieren, die ich da weiterverfolgen will, sodass ich gerade eben in mehreren solchen Karten denke, also quasi Indikatoren sagen wir auch dann zu räumlichen Indikatoren. Es gibt auch noch weitere Ideen, so Richtung Distanzmatrizen, man kann auch wieder von Orten, zum Beispiel zentrale Orte ist immer so ein Begriff, Unter-, Mittel-, Oberzentren, die in der Nähe auswählen und dann auch dort schauen, wie schnell kann ich die erreichen in so einer Matrix. Könnte auch spannende Ansätze sein, die auch zum Teil auch schon angewandt werden für so eine Netzwerkqualität, um die zu bewerten. Also das ist auch ein bisschen offen. Ja, für meine Fragen, die ich da habe, sind gerade diese beiden Layer so ganz gut geeignet. Gerne auf mich zukommen, also es ist noch ein Prozess mit. Dann sind tatsächlich noch ein, zwei Fragen jetzt in den Chat kurzfristig reingekommen. Dadurch, dass wir eh Mittagspause haben, nutzen wir die Zeit. Hast du überlegt, den Open Trip Planner zu nutzen? Habe ich überlegt, aber auch noch nicht umgesetzt. Mein Gefühl war jetzt Richtung PG Routing in der Datenbank, dort das weiter routingfähig auszuwerten. Klar, auch der Open Route Service hat inzwischen ja auch ein ÖPNV-Routing, wenn man dort die GFS-Daten hinterlegt. Ja, also da, das sind auf jeden Fall mehrere Optionen, die wir da inzwischen glücklicherweise haben. Danke. Werden die Einwohnerzahlen in den Gebieten berücksichtigt?
das geht so auch Richtung Nachfrage, wo ich halt auch überlegt habe, ich habe so ein bisschen die Situation, dass ich dann das ein bisschen kleiner halten möchte, erstmal um an einer Sache konzentrierter arbeiten zu können. Es wäre generell auch spannend, eben zu sagen, wie hoch ist denn die Nachfrage? Also auch diese Pendlerströme, gibt es auch diesen Pendleratlas, aggregiert von Landkreis A zu B beispielsweise oder auch zurück, wie viele pendeln da am Tag ein und aus. Das quasi auch vielleicht runterzulegen und dann zu gucken, wo ist denn das größte Potenzial, wo vielleicht eigentlich Verbindungen fehlen. Ans Pendeln aber viele Leute im Auto. Könnte auch spannend sein, wäre halt wieder noch eine Erweiterung, die dann dazu käme. Genauso wie mit Bevölkerungsdaten, das geht so in eine ähnliche Richtung. Also ja, spannend wäre es auf jeden Fall. Dann gibt es noch eine Frage, ich glaube, die bezieht sich so ein bisschen auf den Rückfluss. Könnte die räumliche Zugehörigkeit auch als Attribut der Nodes abgespeichert werden? Das habe ich vor, genau, dass quasi, ja, dass das angespielt wird und dann will ich als nächsten Schritt erstmal gucken, jetzt jeder Stop, wie viele andere Stops kann ich denn ohne Umsteigen erreichen, also mit direkten Fahrtenpaaren, einfach deren Gesamtheit und wie viele liegen davon in einem anderen Gebiet, also in einem anderen Landkreis beispielsweise oder einem anderen Verkehrsverbund. Dafür ist es wichtig, das vorher angespielt zu haben. Und dann kann ich dort so ein Verhältnis bilden, das werde ich als nächstes tun, für jeden Stop quasi zwischen direkt erreichbaren Haltestellen in einem anderen Landkreis versus Gesamterreichbarkeit von allen Haltestellen ohne Umsteigen, um auch dafür einen Eindruck zu kriegen. Und ja, das geht so in die Richtung dann. Dann nun die letzte Frage. Ist auch eine Analyse innerhalb von Raumeinheiten denkbar? Ist hier eine Optimierung eventuell einfacher möglich, weniger Betreiber? An welche Raumeinheiten wird da gedacht? Also wir fielen kann auch die Raumordnungsregionen ein, aber die sind vielleicht nicht gemeint. Also gerne auf mich zukommen. Ich habe jetzt quasi schon eher die Situation, dass ich jetzt Landkreise, Verkehrsverbünde, Bundesländer, Bundesstaat, also Staatsgrenze habe, wo ich auch schauen muss, das ist sehr viele Ebenen, ob ich vielleicht doch nur Landkreise und Verkehrsverbünde erstmal nehme als Raumeinheit. Genau, aber da ja, gerne auf mich zukommen, wenn es dann noch weitere Ideen gibt. Danke. Ja, Dankeschön. Das waren alle Fragen aus dem Chat. Danke für die Pause.